Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge von Red Matter 2. Wir befinden uns hier unten auf Strager N3 und ja, ihr seht, bin ich beim letzten Mal, bin ich noch ein bisschen weitergegangen, aber er springt ein bisschen zurück, wenn man speichert. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach direkt weiter hier. Ich versuche jetzt mal die Aufnahmen irgendwie wackelloser hinzubekommen. Es ist nicht so viel Geruckel da, es ist gar nicht so leicht. Schauen wir mal, wie es klappt. Und ja, ich habe mir ein anderes Mikrofon ans Headset dran gemacht. Ich hoffe, der Ton ist dann klarer. Schauen wir mal. So, wir müssen erstmal versuchen, da überall hinzukommen. Fliegen können wir ja. Einmal darüber. Und runter. Den hatten wir ja schon den Weg. So, erstmal da längs und dann darüber, ne? Gut, machen wir. Und los geht's. Runter und hoch. Und runter. So. So, hier geht's aber nicht wirklich weiter. Hatten wir schon gesehen. Wir müssen jetzt von hier da auf diesen Kasten noch fliegen. Man könnte auch auf die Tram, also auf die Bahn flattern. Das lassen wir jetzt aber mal. Wir gehen einfach mal hier weiter. Okay, los geht's. So, das hatten wir alle schon, jetzt einmal darüber. Und dann sind wir auch da, wo wir hin sollen. Jetzt wissen wir natürlich, dass hier schon zu ist, von der letzten Folge, aber ich verstehe euch jetzt nicht so. So. Okay. Hatten wir ja schon gelesen beim letzten Mal, ja, ich mach trotzdem nochmal. Minenzugang ist gesperrt. Können nichts machen. Gut, müssen wir einen anderen Weg finden. Aber wir können Sachen hierher holen, wenn wir wollen. Das kann ich nicht gebrauchen. Da hinten komme ich nicht ran. In das Rohr komme ich nicht ran, da hinten, ne? So, müssen wir mal gucken. Gut, wir müssen einen Weg reinfinden. Kann wahrscheinlich hier unten durchgehen, ne? Guck mal, geht ja auch. So, lass uns mal schauen, ob wir hier noch was finden. Ein Brief. Ja, das war jetzt dumm. Ich wollte eigentlich nichts reinschießen, was soll's? Veganische Lederstiefel und das? Es ist hypnotisierend. Was meintest du, woher es kommt? Oder war es vielleicht ganz schon die ganze Zeit hier? Nicht, wovon die reden. Guck mal, hier ist was. Noch ein Brief auf jeden Fall. So, das habe ich noch nie gesehen. Wir sollten Dr. Lysenko sofort benachrichtigen. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, lass uns die Kurbel einfach mal bewegen. Gut. Mal kurz fest. Wir drehen mal. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Lass mich das Ding da. Okay. Ich muss es gleich wieder reinsetzen, warte mal. Nein, machen wir die andere Hand. So, halt mal fest. So, und dann drehen wir mal da. Gucken wir mal. Gucken wir mal so. Dann wir darüber gehen hier. So. Los geht's. Okay, wir können auf jeden Fall reinkommen. Okay, hier ist, wie man sieht, ein bisschen. Hier ist ein Restweg. Da kommen wir nicht durch, aber hier geht's vielleicht links. Schauen wir mal. Oh, da unten sieht es nach einer Lasersperre aus. Wow. Okay. Hier müssen wir aufpassen. Wenn die uns sehen, werden wir sofort erschossen. More defense turrets. Something just doesn't add up. Who has time to set up turrets during a fire evacuation? Tja, was hat er vor? What was Lysenko up to? Wie können wir, da kommen wir nicht vorbei. Gucken, ob es irgendwas gibt, was wir nutzen können dafür. Oder kommen wir hier doch vielleicht durch irgendwie? Ne, ich glaube nicht, ne? Gut, die Lampe kann ich. Ah, da kann ich bewegen, okay. Aber da geht's nicht durch. Gut. Noch nicht gut. Lass mal gucken, was hier drauf steht überhaupt im Plan. Er hat auch irgendwie was gemalt, also. Das ist zu. Karte der Minenanlage. Die Bergleute haben einen Weg markiert, der zu einer unerwarteten Entdeckung führt.
Okay, also ich bin hier reingekommen wahrscheinlich. Das ist das erste Rolltor. Das hinten, das geht da ist ja zu. Dann gehen wir rechts rum. Ja, da können wir mal nicht weiterkommen, weil da ja das andere Ding ist, kann man das irgendwie blockieren? Oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist das denn? Tragbarer Stickstoffzylinder. Tragbare Sauerstoffflasche, okay. Daraus können wir ja eigentlich was Explosives bauen. Lass uns mal hier rausgehen und gucken. Gibt's hier irgendwas? Hier bin ich letztes Mal links gelaufen, ne? Das brachte uns gar nichts. So, gehen wir mal runter. Ja, mit. Also, da kommen wir nicht, aber wie soll ich denn, also die schießt ja sofort los, die Anlage. Können wir eigentlich ja gar nichts machen. Oder kann ich da unter die Brücke vielleicht springen irgendwie? Das könnte natürlich sein, ne? Wenn er da mit dem Laser gerade irgendwie runtergeht, dass man dazwischen springen kann. Das können wir gleich mal testen. Was bringe ich, wenn ich die reinwerfe? Gar nichts. Aber hier vielleicht. Runterducken. Okay, das geht. Gut. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Schnell. Und dass der uns sieht. Komm, es gibt sogar einen Weg hier längs. Können wir durch? Nee, können wir nicht. Ah, ich sehe nichts. Okay. Aber wie komme ich denn da hoch? Ja, unter der Brücke bin ich sicher. Aber wie kann ich denn... Da kann ich nicht... Da kann ich ja durch da unten. Ich glaube, der Weg ist zu eng, ne? Muss wahrscheinlich hier irgendwie durch, aber das... Oder jetzt... Ach, guck mal. Hier sind gerade keine Strahlen gewesen. Einmal kurz warten. Und dann können wir, glaube ich, da hoch. Wenn die Strahlen hier rüber gehen, vielleicht. Dann kann ich hochfliegen, ne? War jetzt gar nicht so schwierig. Kann ich nicht mehr nehmen. Schade. Ich dachte, ich könnte das irgendwie als Schutz benutzen. Aber gucken wir mal. Hier können wir unter durchgehen. Wollte die Strahlen ja nicht sehen. Nur kurz warten, bis sie weg sind und dann... Ich frage, wo ich hin soll. Da in die Höhle soll ich ja nicht rein. Vielleicht eher hier hin, ne? Und dann da hinten drauf. Da oben geht's weiter, seht ihr das? Okay. Den kann ich aber jetzt nicht anfassen und sagen, ich mach den mal kurz weg, oder? Na gut, dann fliegen wir gleich, wenn er da rüber geht, fliegen wir hier rüber. Mal, können wir hier hoch? Guck mal. Dann schwimmen wir gleich rüber. Eins, zwei, los. Guck mal. Okay. Gar nicht so schwierig. Ja. Wir müssen aufpassen. Kann durch die Scheibe? Okay, jetzt ein bisschen schneller Laser. Müssen wir schon aufpassen. Warte mal kurz, wollen wir da vorbeikommen? Oh. Oh, wird er wieder... Ach komm, wird ganz langsam wieder grün. Das ist natürlich gut. Die kann ich aber nicht schieben, ne? Nee. Okay, aber zur anderen Seite. Ich stehe hier auch echt wie so ein Idiot vor dieser Kiste. Oh. Gibt es einen anderen Weg hier links? Ist der vielleicht besser? Okay, da müssen wir irgendwie rüberfliegen. Das habe ich schon wieder gesehen. Ach, wenn mein Kopf mal hoch habe oder was? Sieht der mein Kopf echt, wenn ich meinen Kopf hochmache? Nein. Oh. Vorbeigekommen. Okay. Oh, hier ist ein Loch. Kann man vielleicht nicht so gut sehen, wenn ich so mache.
Sieht man das? Obwohl, kann man auch unten runter, oder? Weiß es nicht. Klick mal lieber rüber. Okay, also auf jeden Fall die Markierung, die gemeint worden war. Okay, geht's noch runter? What the hell is this? Ach, guck dir das an. Was ist das? Oh, I found something alright. A huge machine. Guck mal, da sind auch. Not quite sure how to even describe it, but there's definitely something strange going on down here. Wow. Das ist wirklich groß, aber guck mal, da hinten sind auch Kabinen. Ich weiß nicht, ob wir da mal jetzt rein sollen oder sollen die Maschine in Gang setzen. Wir können mal gucken, ob die Maschine angeht. Wahrscheinlich nicht, hier ist ein enger Rätsel hinter. Power converter attached to the machine. It has the battery we need, but it's locked in place. Ach shit. Alright. There's gotta be a way to release it. Okay, wie können wir das lösen? Hat keinen Strom. Durchlesen hier. Last des Energiewandlers. Achtung, bei hoher Belastung wird das System überhitzt. Warnung, die Batterie wird ausgeworfen, wenn die thermische Grenze überschritten wird. Okay, die thermische Grenze müssen wir also überschreiten. Ist die Frage, wie wir das machen. Also hier sind ja überall Kabel drin. Drücken kann ich aber nichts und Kabel rausziehen kann ich auch nicht. Okay. Also irgendwas müssen wir überhitzen hier. Dann lass doch mal schauen. Alle Kabel gehen hier rein, logischerweise. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was das da überhitzt. Da oben ist auch noch ein Schalter. Da oben auch. Gucken wir darauf liegen können. Kann man drauf drücken? Passiert nichts. Da drüben ist noch so ein Gerät. Vielleicht sollen wir da erstmal hin. Komm ich mal nicht einfach hin, ne? Ne, da ist auch so ein Knopf und da ist das andere Ding. Ah, guck mal, die sind wahrscheinlich miteinander gekoppelt. Da müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Können wir über die Betonblöcke hier raufkommen. So. Und dann hier. So. Und dann da. So, hier gibt es auch irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwas. Oder können wir hier mal drücken? Der ist gedrückt. Und der muss man den da drüben wahrscheinlich drücken, ne? Was passiert nichts? Okay. Ah, warte mal. Habe ich denn nur die Zeit, um darüber zu kommen, um es zu drücken? Das wäre ziemlich schnell. Nee, das schaffe ich nicht. Okay. Es muss eine andere Lösung geben. Das schaffen wir nicht. Das ist zu langsam. Lass uns einmal die Häuser angucken. Ob es da irgendwas gibt. So. Weil das ist ja viel zu schnell. Das schaffen wir zeitlich ja überhaupt nicht. Wieso? So. Da ist nix. Bitte schnell laufen. Found another server terminal. Great. Try to reach it and send me the data stored on that unit. Anything we learn could help us find Stars. Wo hast du das Ding gefunden, du Affe? Ist ja oben rauf bestimmt, ne? Da kommen wir rein. Kiste weg. Okay, das war dumm. Hoch und rein. Wo liegt noch irgendwie? Ist das rotes Dings hier? Rote Materie? Ein Fragment aus grobem Stein mit rötlicher Färbung. Es scheint eine kleine Menge Energie auszustrahlen. Okay. Okay, da ist eine Filmkamera. Das ist defekt. Was steht hier denn? Stuhl weg. So. Diese Materie ist faszinierend. In all meinen Jahren habe ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Wir müssen sicherstellen, dass nichts den Extraktionsprozess unterbricht. Doktor, ich fürchte, wir können keine weiteren Proben entnehmen. Wir müssten die Schwelle vollständig überschreiten, um mehr zu bekommen, aber wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Was für Rover? Ist dir klar, wie viel Geld das Ding kostet? Wir haben nur einen Schick, das Expeditionsteam dafür ist da. Also, wir schicken den Rover durch, wenn wir sicher wissen, was auf der anderen Seite ist. Okay. Wir müssen hier mal hoch.
Guck mal, da ist ein Terminal. Können wir da rein? Ups. Beta, I'm at the server terminal. Okay, be sure to send over the data as soon as you can. Okay. Schick mal es rüber, was ihr da findet. Ich lese mal gleich durch hier. Aber ich glaube, ich muss hier irgendwie mich einloggen wahrscheinlich. Oh, guck mal hier. Warte. Der erste von vier außerweltlichen Fotos. Irgendwo muss es mehr Informationen zu diesen Bildern geben. Die zweite von vier. Die dritte von vier? Die vierte von vier, okay. Seismische Aufzeichnung, was steht da? Herzlichen Glückwunsch zu dem Fund, Dr. Andrei Lysenko. Wir haben den Bau der Eindämmungsvorrichtung genehmigt und freuen uns auf weitere Details. Ist irgendwas auf der Rückseite? Ne. Okay. Wir benutzen den Rover, um die Schwelle zu durchdringen. Wir sind derzeit in der Lage, Proben von der anderen Seite zu entnehmen. Ohne dass wir die Schwelle vollständig überschreiten müssen. Ich bin gespannt, wie wir diese Substanz nutzen können. Da ist der Rover. Die Materie zeigt ein. Die Eindämmungsvorrichtung sollte ausreichen, um sie zu stabilisieren. Aber wir müssen schnell handeln. Wir können nicht riskieren, diese Gelegenheit verstreichen zu lassen. Ah, warte hier. So. Oh, warte. So, Verbindung wird hergestellt. X drücken zum Hacken. Okay, hacken wir das Scheißteil mal. Oh, sind es nur zwei Punkte. Okay. X drücken, um die Datenübertragung zu starten. Daten übertragen. Done. Data should be on its way now. Port offline, kein Strom festgestellt. Beta? Oh. Interferenzen. Was hier passiert? Tür ist aufgegangen hier. Okay, ist das der Rover? What the? Fliegen wir zum Rover hin. Ich habe halt Glück. Irgendwas hat er hier entdeckt im Krater. Man kann bloß nicht sehen, was. Ferngesteuerte vulkanische Explosions-Rover, das einzige Gerät seiner Art, das jemals hergestellt wurde, entwickelt von der Ingenieur kam. Irgendwas passiert hier. Oh, irgendwas passiert ganz Schlimmes. Was geht hier ab? Ich kann nichts tun. Es wird immer mehr. Okay. Das ist die rote Materie, würde ich sagen. Oh, da ist jemand. Was macht er? Sieht ein bisschen aus wie das Auge von Herr der Ringe. Bist du? Geht's zu mir hin? Was macht das? Das sieht ziemlich cool aus. Irgendwas hier mich an meine Dings rangesetzt. Was ist das? Ach Quatsch.
Ich kann damit schießen. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich eine Waffe. Sasha, you listening to me? Beta, I think I just crossed over to the other side. The other side? We were going over how to operate the weapon and you just spaced out all of a sudden. I told you I was trying to analyze the data, but it's encrypted with an algorithm I'd never seen before. It's going to take me a while to crack. But I got a bad feeling about this whole thing. You better get to know how to use that gun. Just in case. Yeah, sorry. I must have just been another hallucination, I guess. Thank you for the gun. Sasha, maybe you should rest a while. I'm fine. Don't worry. Can't stop now. Stars might be in trouble. Okay, wie komme ich aber jetzt hier raus? Hier durchs Fenster? Durchs Fenster kann ich nicht rauskommen. Das ist viel zu hoch. Geh noch kurz hoch. Ich habe irgendwas übersehen hier oben. Kann man irgendwas machen? Da hat man erfolgreich gesendet, ne? Okay. Kann ich mit der Waffe? Vielleicht kann ich mit der Waffe irgendwas machen. Aber rauskomme ich hier irgendwie gar nicht anscheinend. Ach, da ist ein Knopf. Aha, okay, jetzt macht Sinn, die Waffe. Jetzt macht die Waffe Sinn. Jetzt wissen wir, was wir mit der Waffe machen können. Und jetzt können wir mit der Waffe schießen und dann eben auf den Knopf drüben drücken, damit wir es schaffen, von der Zeit her. Ist ja oben dieses Zahnrad, oder nicht, dieses Zeitrad, was ablief. Gucken wir mal. Na komm. Huch. I managed to decrypt some of the data about the machine. It appears that in the event of an overheat, the batteries will become exposed for cooling. Jetzt weiß ich, wie es geht. It might work. I'll see what I can do. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so schwer. Wir könnten ja eigentlich hier hochgehen. Und darauf drücken und schießen, oder? Ich bin irgendwie angezogen von dem Scheiß. Kann das sein? Okay, auf die andere Seite, schnell. Gut. Aber geil, eine Waffe ist natürlich cool. Ich hoffe, es kommen auch ein paar Gegner, die man wegballern kann. So, jetzt läuft hier das alles. Jetzt müssen wir irgendwie überhitzen, ne? Also. Das kann man schon da drin machen, diesen Geräten da hinten. Dass man die erhöht. Gucken wir mal. Kann man hier rauflegen? Okay, da müssen wir irgendwas. Das sieht doch gut aus hier, wenn das so blau leuchtet, oder? Den lassen wir mal. Gehen wir zum nächsten. Überhitzen die ganze Scheiße hier, das schaffen wir schon. So, jo. Huch, hat das Ding gefallen.
Hm. Ist schon schwierig. Drehen oder das Ding. Ich verstehe das System gerade noch nicht zu geben. Da steht ja was drauf, ne? So ein Code. Aber welchen braucht er denn da? Drüben war es dann wahrscheinlich Zufall, dass ich es geschafft habe. Hier steht ja gar nichts drauf. Das sind die Reihen, ne? Das hier ist mein Würfel, den ich irgendwie drehen kann. Muss ich gleich den gleichen Würfel finden? Das gleiche Ding wieder drüben haben? Okay, das verstehe ich noch nicht. Hol da mal drauf. Detaillierte Beschreibung der mit allen möglichen Komponenten. Der Würfel, okay. Und da ist 3T. Da war das mit 3. 3? 3. Das ist das da vielleicht. Was ist hier da oben, das Ding? Das Ding gar nicht. Irgendwas dafür geben, dass das funktioniert. Da steht 3 und T. Mal kurz den anderen mal angucken. Weil ich glaube, ich bin irgendwie auf dem Holzweg. Schau mal kurz. Da steht auch dieses gleiche Symbol, aber hier haben wir. Hier wird 3, 1, 2 und dieses Zeichen. Ach, guck mal. Okay, jetzt glaube ich, weiß ich, wie das geht. Jetzt habe ich es, glaube ich, erkannt. So, mal hier rein. Der Würfel muss ja auch voll sein, sehe ich gerade. Sehr witzig. Lesekit. Hier war schon Dichter dran. Da geht es weiter weg. Ja, das ist doch auch nicht richtig, oder? Da. Okay, das ist also irgendwie. Schenke ich das nicht. Quatsch, ich kann auch in die Höhe gehen. Da. Man kann ja nicht hier stehen lassen, oder?
Warte mal. Und jetzt? Ach, warte mal. Jetzt sollte die Batterie rauskommen, oder was? Aber wie sollen wir das denn hier festbekommen? Oh, ist das mit den Büchern? Sind die Bücher dein Ding? Warte mal. Ja, ja, dann jetzt, oder? Tatsächlich, okay. Okay. Ja, nicht. Und da liegt noch das dicke Buch drunter. Ah, okay, passt nicht ganz. Die sind hoch auf dem Boden oder so, ne? Wie soll ich das denn noch höher bekommen? Gucken wir, liegen hier irgendwas. Nee. Das ist auch nur ein Tick höher, ne? So. Das Buch ist ja schon. Was kann man denn da noch nehmen, um das da höher zu bekommen? Im anderen waren keine Bücher drin, ne? Nee. Die sind ja leider alle gleich hoch, die Bücher, wenn ich verkehrt. Ja, so gemacht, ne? Was bringt ja gar nichts eigentlich. Wie kriegt man das noch höher? Also klar mit den Büchern, aber wenn ich jetzt das untere Buch auch so hinstelle, bin ich ja zu hoch. Das ist zu hoch. Ich muss ja weiter runter. Ja, hier muss ich hin. Okay, ein Buch. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Ja. Wir müssen noch irgendwas finden, womit wir da irgendwie. Das liegt hier nichts. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwas finden, was wir da reinpacken können. Hier liegt ja doch noch ein Buch hier und das habe ich nicht gesehen. Aber schmales vielleicht. Hier nicht. Vielleicht drinne. Lauf nur mal hin. So, das muss irgendwas runtergelegt werden, sonst hält das ja nicht. Kommt aber nicht so rein, ne? Ja, das habe ich übersehen, glaube ich. Und gucken? Ich weiß das nicht. Wir machen es einfach mal. Da drin noch was liegt, was wir benutzen können. Vielleicht. Was man runterlegen kann, wisst ihr? Ein bescheißer Brief. Und ein bekackter Brief. Ist da oben irgendwas gewesen? Ich würde sagen, nein. Also muss es draußen sein. So ein Kack. Wirklich blöd gerade, aber naja. So müssen wir nochmal raus. Kann ich Stein mitnehmen? Kann der uns hier helfen? Halt! Okay.
Ich weiß nicht, ob ich Steine nutzen kann dafür. Wir testen es mal. Und der Stein ist weg. Das ist ja albern. Oder ist er da reingeflogen gerade? Ich glaube nicht, ne? Das bringt nichts. Man muss da irgendwas haben, um das noch höher zu bekommen. Scheißteil. Ach, kacke, jetzt, das nervig. Hier ist ja nichts. Wie soll ich das denn höher bekommen? Ach, warte mal, ich bin noch ein bescheuerter Spacko, ey. Warte mal. Ein bisschen nachdenken, ne? Ja. Guck mal. So könnte es auch gehen. Ah ja. Ja, ja. Kann ich darüber nachdenken, kann die Bücher endlich auch so entstellen? Macht natürlich auch Sinn. Ja. Oh ja. Ja, ja, Entschuldigung. Okay, es fehlt ganz wenig nur. Warte mal kurz. Das ist ungefähr die gleiche Höhe, ne? Das ist ein bisschen niedriger. Wie hört das denn? Das ist doch ein bisschen höher, das ist doch gut. Also stellen wir das hin. Jetzt versuchen wir die Bücher echt aufeinander zu stapeln. Ohne dass die umkippen. Das müsste jetzt erreichen. Jetzt bin ich tatsächlich zu hoch. Okay. Jetzt sind wir zu hoch. Nee, nicht. Wir sind genau richtig. Haha. Perfekt. So, jetzt können wir das Ding überladen. Behaupte ich mal. Gut, schnell dahin. Ja, ich hätte auch den kurzen Weg nehmen können, aber ich gehe auf einmal außen rum. Weil ich natürlich den langen Weg super attraktiv finde. Okay. So, jetzt müsste es funktionieren. Beta, the machine is fully charged. Okay. Try shooting at the energy core to overheat it. Bam. Great. Let's head back to the train. Okay. Zurück zum Zug. Dran machen? Okay. Wollte nicht mehr rumlaufen. Ist auch nervig. Achso, ach scheiße. Ich werde den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Ist ein bisschen nervig, aber egal. Kriegen wir hin? Runter, 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 runter! Sascha? Scheiße! Okay. Wo fangen wir wieder an? Ich warte jetzt, ich hoffe, ich muss nicht den ganzen Weg. Okay. I've got it. So. Great. Let's head back to the train. Ab zum Zug. Das wäre auch echt ein bisschen blöd gerade. Eine Abkürzung zum Zug gibt's nicht, ne? Cooler gewesen. Ach, komm schon. Darüber fliegen kann ich nicht, das macht keinen Sinn. Warte mal ganz kurz hier und dann laufen wir gleich los. Okay.
kurz warten. Bisschen Laser die wechseln, laufen jetzt zur Kante da. Oh, das gibt's doch gar nicht. Der letzte Laserstrahl hab ich noch gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Alter, behindert. Okay. I've got it. Great. Let's head back to the train. Krieg ich noch raus da irgendwie? Okay. Yeah. So. Versuchen wir es nochmal. Ein bisschen vorsichtiger jetzt. Oh, vielleicht kann ich mit der Waffe die Laser aus kaputt schießen. Das habe ich noch nicht probiert, das kann ich mal machen. Das geht nicht. Sascha? Die kann man nicht kaputt machen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Anscheinend nicht. Great. Let's head back to the train. Okay, ein viertes Mal. Das müsste doch möglich sein, die kaputt zu schießen. Scheint nicht. Wieder bis zur Kante hier. Schnell laufen. Und schon mal hinsetzen. Hinsetzen! Kurz abwarten. Wir warten noch mal kurz. Okay. Mein Gott, die sind aber auch nervig, die Viecher. Finde ich. Okay, hier wieder. Man kann ja auch stehen bleiben, okay. Da müssen wir versuchen, einfach nur rüber zu kommen. Rüber zu schweben wieder. Gleich. Du, du, du. Schauen wir mal. Eins, zwei. Oh, Decke. So. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Wie gefährlich war das denn bitte gerade? Der hätte mich euch voll wegnatzen müssen. Geht's durch? Noch so ein Ding, ey. Das war vollkommen nervig. Muss ich den ganzen Weg da durchschleichen, also unten runterschleichen. Finde ich sehr, 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 sehr nervig gemacht. Okay. Warte mal kurz. Nein, 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 nein. Shit. Oh, guck mal da, mein Leben ist das weg. Kommt das wieder automatisch, oder? Bleib ich jetzt so, und jetzt geht er mal wieder hoch, okay. Schon wieder? Gibt's doch gar nicht. Also wie viele Lederdinger hat er denn da? Wir strahlen. Aufpassen, dass ich nicht mehr. Ich sehe das nicht immer, weil die. Kommt noch mehr Strahl, guck mal. Da kommt noch einer. Okay, das war der letzte und ich komme trotzdem nicht raus. Muss ich hier hoch? Nee. Ich muss hier irgendwo links gehen. Och, Leutchen. Sascha? 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 Den ganzen Weg nochmal laufen, ne? Oh, das ist doch bescheuert. Got it. Great.
train. Und warum kann man die nicht zerstören? Verstehe ich nicht. Doch viel mehr Sinn ergeben, oder? Die kann man doch zerstören. Okay, gut. Hätte ich mal vorweisen sollen. Dann hätte ich mir den ganzen Scheiß hier ersparen können. Gut. Ah, nochmal hoch. Natürlich nicht so. Guck mal da. Und los geht's. Gut, das ist natürlich einfacher denn, ne? Nur so nebenbei. Konnte ja keiner ahnen, dass es doch geht. Gut, gut, gut. Probieren geht überstudieren. Also die Griffe gedrückt, um die Waffe abzukühlen. Ah, okay, das ist natürlich cool. Und ist sie weg. Na, guck mal an. Ist geil, wie die abkühlt, die Waffe. Guck mal, kann man rüberhalten. Geht auch. Perfekt. Gut. Dann ab zum Zug. War jetzt ein bisschen nervig, ne? Aber egal. Ach so. Aber wie komme ich zum Zug hin? Muss ich den ganzen Weg wieder? Okay, so. Und dann ist springen. Und so. Das ist auch gar nicht so leicht. Jetzt muss ich von da. Runter. Jetzt da rein. Okay, hier warte. Perfekt. Holen wir die alte Batterie raus. Und nimm die neue und pack die rein. Perfekt. Super. Gut. Also ich würde sagen, hier machen wir einen Break. Denn jetzt sind wir schon richtig weit gekommen, finde ich. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.